Ja, dann kommen wir jetzt zum Kapitel 4 in dieser Lerneinheit zu Sensoren, die auf Widerstandsbasis funktionieren. Das wäre also jetzt Kapitel 4. Widerstandssensoren. Und der elektrische Widerstand, der gehorcht ja folgenden Gesetzmäßigkeiten oder Überlegungen. Nehmen wir mal an, wir haben hier einen Balken aus einem homogenen Material. Und wir lassen von hier nach da hinten, lassen wir Strom hindurchfließen. Dann entsteht da auch eine Spannung U. Und wir wissen ja nach dem Ohmschen Gesetz U gleich R mal I. Und der Widerstand ist jetzt das, was jetzt dieses Gebilde hier charakterisiert. Und ja, wenn jetzt hier ein bestimmter Strom durchgeht, dann wird der Widerstand sicherlich umso größer werden, je länger das Ding ist. Das heißt, wenn das jetzt hier die Länge ist, dann ist sicherlich R proportional zur Länge. Je größer der Querschnitt ist, ja, umso mehr Platz hat ja der Strom, um hier durchzugehen, und umso kleiner wird der Widerstand. Und insofern, wenn das jetzt hier, wenn der Querschnitt hier a ist, dann ist sicherlich der Widerstand umgekehrt proportional zu a. So, das hier führt jetzt dazu, dass dann auch der Widerstand proportional ist zu dem Produkt aus L mal 1 durch A, also zu L durch A. Dann hängt natürlich der Widerstandswert auch noch auf irgendeine Art und vom Material ab. Und die Materialkonstante oder die Materialkenngröße nenne ich jetzt mal Rho. Rho. Und Rho ist der spezifische Widerstand. Und dann wissen wir, der Widerstand ist gleich Rho mal L durch A. Schauen wir mal innen rein. R gleich Rho mal L durch A. Und jetzt kann man im Grunde genommen alle drei Größen für sensorische Aufgaben ausnutzen. Wenn ich beispielsweise jetzt an dem Ding ziehe, also als L vergrößere, dann wird der Widerstand größer. Das ist ein Effekt, der bei diesen Dehnungsmessstreifen, die ich eben angesprochen hatte, halt passiert. Man kann unter Umständen das Rho ändern, den spezifischen Widerstand, und auf die Art und Weise einen Sensor aufbauen. Da werden wir gleich ein Beispiel für sehen. Und eine weitere Größe, die man machen kann, ist, dass man sozusagen die Länge L dadurch ändert, dass man jetzt den Anschluss nicht hier an das Ende legt, sondern den Anschluss hier irgendwie über einen Schleifer hier drüber fahren lässt. Und dann ist völlig klar, wenn der Schleifer hier steht und ich messe den Widerstand von hier bis zu dem Schleifer, habe ich einen geringen Widerstand. Und wenn der Schleifer hier steht, habe ich einen großen Widerstand. Und wenn der Schleifer da steht, ist der Widerstand maximal. Auf die Art und Weise kann man Sensoren herstellen, mit denen man Abstände messen kann. Wenn ich das ganze Ding hier nicht als eine lineare Platte, als so ein Balken dargestellt hätte, sondern so kreisrund dargestellt hätte,
Also sozusagen. So. Dann kann ich auch den Widerstand von da nach da messen. Oder ich gehe hin und setze jetzt hier einen Schleifer drauf und messe jetzt den Widerstandswert von dem Punkt bis zu dem Schleifer oder meinetwegen auch von dem Punkt zu dem Schleifer und bekomme auf die Art und Weise eine Information sozusagen über die Winkelstellung, über die Winkelposition, die der Schleifer hat. Das heißt, man kann hier mit Winkel messen und man kann lineare Abstände, Distanzen messen. Man kann aber auch tatsächlich den spezifischen Widerstand messen. Und zwar insbesondere bei Materialien, die nicht homogen sind. Stellen Sie sich vor, Sie nehmen eine kleine Kapsel, unten Metall, oben Metall, die Kapsel selber ist aus dem Kunststoff und da füllen Sie Kohlestaub rein. Und dann messen Sie den Widerstand von oben nach unten. Wenn Sie das Ganze jetzt zusammendrücken, dann werden die Kohlepartikel besser zusammengedrückt. Der Übergangswiderstand von einem Kohlekorn zum nächsten wird kleiner, wenn Sie die fester aufeinander drücken. Und dann wird der Widerstand von diesem Kohlestaub, der wird umso kleiner, je größer der Druck ist, den man ausübt. Das ist dann die Grundlage für einen Drucksensor. Das wäre jetzt 4.1. Drucksensor. Oder diejenigen unter Ihnen, die noch ältere Verwandte haben, die aus der Anfangszeit des letzten Jahrhunderts noch die Telefontechnik kennen, die wissen vielleicht, dass in den alten Telefonapparaten, also bis so in die 80er Jahre, meine Eltern sind 1976 nach Süddeutschland gezogen und haben das Telefon, das sie 1966 bekommen haben, haben sie dann mitgenommen. Und meine Mutter ist vor 5 Jahren gestorben und bis dahin haben die dieses Telefon noch benutzt. Und in diesem Telefon, da war ein sogenanntes Kohlemikrofon. Und ich glaube, ein Bild davon sehen wir jetzt hier. Also hier ist Kohlestaub drin, hier hinten eine feste Elektrode, die Elektrode hier vorne ist eine dünne metallische Membran und wenn es hier Schallwellen drauf treffen, dann wird halt hier der Kohlestaub mehr oder weniger im Takt der Schallwellen zusammengedrückt. Das heißt, der Widerstand ändert sich im Takt der Schallwellen und damit haben wir hier ein Mikrofon. So, diese Kohlemikrofone, wie gesagt, die waren in der Telekommunikationstechnik im letzten Jahrhundert, bis so in die 70er Jahre, 80er Jahre, glaube ich noch, waren die durchaus im Einsatz. Seitdem eigentlich nicht mehr. Nichtsdestoweniger gibt es dieses Prinzip aber auch heute noch. Heute meist befindet sich hier dieser Kohlestaub oder dieser leitfähige Staub, diese leitfähigen Partikel, befinden sich jetzt nicht nur einfach lose in einem Behälter, sondern die sind dann oft in eine Kunststoffmatrix, eine Gummimatrix oder sowas Ähnliches eingebracht. Und dann sieht man etwas und das finden Sie in diesem anderen Heftchen unter diesem Titel Messung von Druckverteilungen. Also, wir haben jetzt eine Gummimatte. In dieser Gummimatte befindet sich Kohlestaub. Sie bringen oben und unten eine Elektrode auf. Und je nachdem, wie viele Kohlestaubpartikel sich berühren und wie fest sie sich berühren, wird der Widerstand von der einen zur anderen Seite durch diese Gummimatte verschieden groß werden. Er wird umso kleiner, je fester sie aufeinander drücken. Wenn Sie dann diese Gummimatte mit dem eingelagerten Kohlestaub auch noch mit Elektroden versehen, die flächenmäßig strukturiert sind, dann können Sie sozusagen an der einen und an der anderen und an der dritten Stelle sozusagen den Widerstand durch diese Folie hindurch messen. Und Sie können also sozusagen die Druckverteilung auf dieser kompletten Folie erfassen. Das ist das, was jetzt hier beispielsweise gemacht wird. Hier sehen Sie einen Sensor
um die Druckverteilung in der Orthopädietechnik, Druckverteilung beim Gehen zu erfassen. Hier sehen Sie einen Sensor. Na. Wo ein derartiger Sensor integriert ist. Also insbesondere diejenigen unter Ihnen, die schon Golf spielen, die werden sowas vielleicht kennen. Ich spiele keinen Golf, ich kenne jetzt nur den Sensor. Also ein Handschuh mit einem integrierten, flächenhaften Sensor, der die Druckverteilung misst. Und je nachdem, wie fest Sie jetzt hier drücken, kann man das halt die Druckverteilung feststellen und dann entsprechend auswerten. Hier die Druckverteilung auf einem Autositz. Und das ist ja tatsächlich ausgesprochen wichtig, um den Airbag scharf zu stellen bzw. abzustellen. Nach dem Motto, unter dem Beifahrersitz braucht man eine derartige Matte, um festzustellen, sitzt da jetzt ein Erwachsener drauf oder ist da vielleicht ein Buggy, ein Kindersitz drauf montiert. Oft ist es auch so, dass dann mit der Sensormatte hier festgestellt wird, eine Fahrerin, ein Fahrer sitzt am Lenkrad, aber der Sicherheitsgurt ist nicht angelegt. Insofern kann man jetzt hier feststellen, jemand sitzt da, aber wenn der Sicherheitsgurt nicht angelegt ist, dann wird ein Warnsignal rausgegeben. Und eine Ausführungsform, also es gibt jetzt unterschiedliche Ausführungsformen, aber eine Ausführungsform, die ich halt aus dem Forschungsbericht immer kopiert habe, die sieht eben so aus. Von oben aus sehen Sie jetzt hier Elektroden. Also das Goldene hier, das sind jetzt elektrisch leitende Flächen. Und Sie sehen, die sind jetzt hier alle in der Richtung durchkontaktiert. Wir haben also jetzt hier 4x3 Sensorflächen, aber wir haben hier auf dieser Seite nur 4 Anschlüsse für diese 4 Zeilen. Und dann sehen Sie aber in diesen Kreisen auch nochmal Elektroden. Und die Elektroden, die sind nach hinten rausgeführt. Das sehen Sie jetzt hier. Hier ist ein Schnitt durchgelegt. Das heißt, wir haben hier eine Leiterplatte. Man nimmt ganz herkömmliche Leiterplattentechnik. Eine Leiterplatte. Und auf der Oberseite sehen Sie jetzt hier den Ring. Und in der Mitte sehen Sie hier die mittlere Fläche. Und diese mittlere Fläche, die ist nach hinten rausgeführt. Und diese mittleren Flächen, die sind jetzt alle in der Richtung kontaktiert. Das heißt, wir haben also einmal Leitungen, die laufen auf der Oberseite so, und wir haben Leitungen, die laufen auf der Unterseite so. Und das heißt also, wenn wir jetzt hingehen und auf der Oberseite die Leitung ankontaktieren und auf der Rückseite die Leitung ankontaktieren, dann messen wir den Widerstand an dieser Stelle. Und der Widerstand, der wird gemessen dadurch, oder überhaupt erzeugt dadurch, dass hier oben so eine leitfähige Matte aufgelegt ist. Das heißt, hier oben haben wir eine leitfähige Matte, eine Matte, die Kohlestaub, also ich vermute Kohlestaub in einer Kunststoffmatrix enthält. Und wenn man sich jetzt hier draufsetzt oder hier drauf drückt, ja, dann wird der Widerstand, die Leitfähigkeit an der Stelle wird besser, der Widerstand wird kleiner und dann merkt man halt, der Widerstand von da nach da, der wird kleiner. Auf die Art und Weise kann man also jetzt hier die einzelnen Punkte tatsächlich ansteuern. Was haben wir jetzt hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, also schätzungsweise 20 mal 20 Sensoren, die aufgebracht sind, also 400 Sensoren, und die werden durch 20 Leitungen in der Richtung und 20 Leitungen in der Richtung dann angesteuert. Das heißt also, dieses Prinzip, das Roh letzten Endes zu verändern, das wird tatsächlich auch heute noch verwendet, und zwar halt insbesondere bei solchen Drucksensoren, und die sind eben ausgesprochen simpel aufgebaut. Die Rückseite ist eine einfache Leiterplatte, Leiterplattentechnik kostet praktisch nichts mehr, und da ist dann einfach diese leitfähige Folie aufgebracht worden. So gibt es Drucksensoren, coole Mikrofon. Und da mache ich mal den Verweis im Skript auf, das ist LE oder LB.
Lerneinheit. Lerneinheit. Seite 14. Sehen wir das Kohlemikrofon. Und Sensortechnik, Band 2. Das war, glaube ich, Kapitel 6. Nee, wo war es denn? Doch, Messung von Druckverteilung. So, das, was ich jetzt eben ja schon gezeigt habe, nämlich einen Schleifer über so eine Widerstandsschicht drüber zu führen, das führt in der Elektrik zu sogenannten Potentiometern. Und ja, aus der uralten Zeit, Anfang des letzten Jahrhunderts, da fand man noch elektrische Widerstände, die so als Drahtwickelwiderstände aufgebaut waren. Und jetzt sehen Sie also hier, Draht ist aufgewickelt. Ein Anschluss hier, der andere Anschluss da. Von da nach da haben wir den maximalen Widerstand. Und jetzt wird hier ein Schleifer drüber geführt. Und je nachdem, wo der steht, messe ich halt von hier nach da einen bestimmten Widerstandswert. Das heißt, der Widerstandswert ist jetzt ein Maß für die Position. Und hier, wenn das Ganze hier so kreisrund gewickelt ist, dann ist halt der Widerstand ein Maß für diesen Winkel Alpha. Hier sieht man, dass diese alte Herstelltechnik wirklich dazu geführt hat, dass man sich, wie ich immer etwas übertrieben formuliere, sich liebevoll mit jedem einzelnen Sensor beschäftigen muss. Also wenn man einen derartigen Sensor aufbaut, dann braucht man hier ein Keramiksubstrat, um die Sachen drauf zu wickeln, und dann wird halt hier jeder einzelne Sensor separat für sich gewickelt und mit Anschlüssen versehen und so weiter. Das heißt, man muss sich wirklich mit jedem einzelnen Bauteil intensiv beschäftigen, und das macht natürlich hohe Kosten. Wie geht's heutzutage? Heutzutage werden solche Sensoren meistens in der sogenannten Dickschichttechnik aufgebaut. Dickschichttechnik heißt, man druckt Widerstandsschichten auf in einem Siebdruckverfahren. Man kann jetzt tatsächlich nacheinander mehrere Schichten aufdrucken. Also hier das, was hier so ein bisschen heller aussieht, das sind einfach nur Leiterbahnen, die möglichst geringen Widerstand haben. Und das Schwarze sind dann Widerstandsbahnen. Und man druckt also dann auf ein Substrat, in aller Regel eine Keramik, druckt man dann in einem Siebdruckverfahren halt erstmal hier die elektrischen Leitungen, die Anschlüsse auf. Das heißt, das sind zähflüssige Pasten, die durch ein Sieb aufgedruckt werden. Und nach dem Druckvorgang kommt dann das Substrat in eine Temperaturkammer und wird dann bei erst einigen 100 und dann bis zu 600-700 Grad der Temperaturen behandelt. Dann wird die Paste erstmal eingetrocknet und dann wird sie verflüssigt und wird fest. Und auf die Art und Weise werden die Bahnen dann richtig sozusagen eingebrannt. Und das Gleiche passiert dann hier mit diesen Widerstandsbahnen. So, und so kann man also jetzt hier die Widerstandsbahnen aufbringen. Und wenn ich mir jetzt mal die hier beispielsweise anschaue, dann sehen Sie, das ist jetzt eine Widerstandsbahn. Von da nach da gibt es einen bestimmten Widerstandswert. Und ich kann von hier aus dran gehen und von da aus dran gehen und habe jetzt von da nach da den maximalen Widerstandswert. Wenn ich jetzt von hier mit einem Schleifer drauf gehe und den hier verfahre, ja, dann ist der Widerstandswert von hier nach da oder von da nach da, ist halt dann ein Maß für die Winkelposition hier drauf. Ja. Das ist ein Verfahren, da muss man sich nicht mehr mit jedem einzelnen Sensor selber beschäftigen, sondern da kann man dann eben auf großen Platten, was weiß ich, 30 mal 30 Zentimeter oder so, kann man dann gleich eine ganze Vielzahl von diesen Strukturen aufbringen. Und wenn ich jetzt mal annehme, dass Sie
sagen wir mal, so ein Quadratzentimeter groß sind und 30 mal 30 Zentimeter groß ist das ganze Ding, dann kommt man auf sowas wie 900 Sensoren, die sozusagen gleichzeitig hergestellt werden können. Und dann sinken natürlich die Kosten ganz drastisch. Hier kann man sich jetzt fragen, zum einen, warum gibt es hier offensichtlich zwei Widerstandsbahnen? Und da glaube ich, ist der wesentliche Grund, dass man eine gewisse Redundanz hat, dass man also sozusagen überwacht, mit dem einen Widerstand überwacht, ob der andere auch noch richtig funktioniert. Dazu erzähle ich immer gerne folgende Geschichte aus der Anfangszeit dieser Sensorik, als ich glaube bei Mercedes-Benz damit die ersten Bremsen ausgerüstet worden sind. Also die Dinger werden dann mit dem entsprechenden Schleifer im Gehäuse eingebaut, benutzt, um die Pedalstellung zu messen. Pedalstellung fürs Gaspedal oder fürs Bremspedal. Und dann passierte halt Folgendes. Bekanntermaßen sind Mercedes-Fahrzeuge ja zum Fahren benutzt und nicht zum Bremsen. Deswegen müssen Mercedes-Autos ja ausgesprochen selten bremsen. Praktisch nie. Und dann steht hier die Nullposition, da steht er jetzt. Und der Schleifer steht und steht und steht und wird nie bewegt. Das Einzige, was passiert, ist, dass der halt hier so ein bisschen vibriert, weil ja selbst die Daimler-Fahrzeuge vibrieren ja gelegentlich. Was ist die Konsequenz? Dazu muss man nochmal reinschauen, wie jetzt dieses Signal ausgewertet wird. Man kann halt feststellen, wo befindet sich der Schleifer, also welche Pedalposition wird eingenommen. Man kann aber auch mit der folgenden Elektronik auswerten,